Ja, Martin, jetzt geht es dann wirklich, also endlich auch auf die Reise. Wie blickst du auf die beiden Spiele gegen Färöer und Dänemark? Ja, es sind zwei Auswärtsspiele. Ein bisschen Reise ist okay. Ich denke, es ist ganz okay, dass wir 2 Tage vorher fliegen. Und ja, es gilt die letzte Chance noch zu nutzen, um eventuell den zweiten Platz noch zu erreichen, der zwar nicht mehr in unserer Macht liegt, aber wir werden alles oder müssen einfach alles probieren, dass wir den verkorksten letzten Lehrgang ein bisschen wettmachen und vielleicht nach den 2 Spielen wieder doch eine bessere Chance haben, noch den zweiten Platz zu erobern. Wer hat die erste Frage an den Martin? Ich glaube, Andreas Heidenreich, du hast vorher aufgezeigt gehabt, habe ich gesehen. Ja, Servus Martin. Du hast vor dem Moldawien-Spiel, was doch etwas vergleichbar war mit dem jetzigen Spiel auf den Färöern, gemeint, ja, jeder hat nur so viel gemacht, wie er musste, und das hat dann auch irgendwie gereicht. Und wird das auch diesmal reichen? Oder muss man es doch ein bisschen anders angehen? Was wir bis jetzt so gesehen haben, ist die Färöer taktisch besser eingestellt wie die Moldawier. Die stehen sehr, sehr gut kompakt und haben, denke ich, einen guten Trainer in der Hinsicht. Wie viel wir natürlich müssen wir erstmal alles geben. Das Spiel wird es dann eh zeigen. Es war nicht geplant, dass wir in Moldawien nur so viel geben, wie wir geben mussten, aber es hat sich dann so ergeben im Laufe des Spiels. Und wie gesagt, ich denke, ich schätze die Färöer dann doch besser ein, vor allem taktisch disziplinierter als wie die Moldawier. Und deswegen wird es einfach doch wichtig sein, dass wir jetzt schnell mal ins Spiel kommen und dann gleich mal hoffentlich das erste Tor ziehen, was ein bisschen Ruhe ins Spiel bringt. Hubert Kiekler. Ja, servus Martin. Servus. So, du bist ja schon geraume Zeit jetzt beim Nationalteam dabei. Wie würdest du die aktuelle, so das Atmosphärische einschätzen im Vergleich mit früheren Zeiten, oder im Vergleich zum Beispiel mit der Euro? Wie ist es jetzt im Nationalteam so, die aktuelle Stimmung? Ich denke mal, großteils hängt die Stimmung natürlich immer von den Ergebnissen ab. Die Ergebnisse haben in letzter Zeit nicht gepasst. Unser Auftreten war jetzt auch nicht gerade, ja, wir haben jetzt auch nicht gerade irgendwas das Blaue vom Himmel gespielt. Das wissen wir natürlich, das gilt es jetzt einfach zu ändern, wieder ins Spielerische reinkommen, dass wir eben ja da wieder gute Akzente setzen und allgemein wieder besser Fußball spielen. Dann werden die Ergebnisse ja wieder kommen. Und mit den Ergebnissen wird natürlich auch die Atmosphäre wieder um einiges besser. Es ist in Umständen entsprechend natürlich trotzdem sehr gut hier. Aber jeder weiß, egal ob im Verein oder im Nationalteam, die Stimmung und die Lockerheit und die Leichtigkeit hängt immer mit den Ergebnissen ab. Daniel Wermuth. Servus Martin. Du musst gegen die Färöer als ein deutliches Ausrufezeichen her, oder anders gefragt, ist ja 1-0 oder 2-0 zu wenig? Gegen die Färöer gilt es vor allem zu gewinnen, dass wir uns da nichts nachsagen lassen können. Natürlich wäre es wünschenswert, an ja, sehr, sehr souveränen Sieg einzufahren. Das wäre natürlich optimal. Und ich denke, das wichtigere Spiel wird dann gegen Dänemark sein. Die sind natürlich aktuell sicher ein, zwei Klassen über uns zu stellen. Und da gilt es einfach, dass wir da mithalten können, dass wir da richtig gute Akzente setzen können und da wieder uns das Selbstvertrauen einfach holen, das, was wir brauchen für die letzten 2 Spiele dann. Und ja, gegen Dänemark ist, glaube ich, das entscheidende Spiel, um allgemein wieder eine bessere Atmosphäre reinzukriegen. Andrea Hinterlechner. Hallo, Servus Martin. Servus. Ja, ihr geht ja natürlich in das Spiel gegen Färöer, seid ihr natürlich die klaren Favoriten, aber vor Ort ist es natürlich auch alles andere als einfach, oder? Ich meine, das Wetter wird wahrscheinlich ziemlich mitspielen und
der Kunstrasenplatz. Und wie habt ihr heute trainiert am letzten Tag? Da war es ja auch Kunstrasen. Das Wetter in Wien war auch nicht optimal. Hat man sich da schon gut einstellen können auf die Bedingungen vor Ort? Ja, ich habe jetzt nicht gerade viel Ahnung, wie die Bedingungen vor Ort sein werden. Ich denke mal, dass Kunstrasen eigentlich schon eher gegen so Vereine ein Vorteil ist, dadurch, dass wir schon, ja, wir merken es ja natürlich in Deutschland im DFB-Pokal, wenn man da zu kleineren Vereinen kommt, dann ist der Platz natürlich richtig Katastrophe. Und beim Kunstrasen ist es eben nicht so, da geht der Ball eigentlich schon gut. Und deswegen würde ich es jetzt nicht als Nachteil bezeichnen. Fakt ist aber auch, dass wir gegen eine extrem gute taktische Mannschaft spielen. Das haben sie gegen Dänemark bewiesen, das haben sie schon gegen andere Mannschaften bewiesen, die deutlich besser waren. Und deswegen haben wir uns schon einen Plan zurechtgerückt, wie wir hinter die Kette kommen können, wie wir Tore ziehen können. Und das wird einfach wichtig sein, das dann so umzusetzen, um hoffentlich eben den souveränen Sieg und dann in das doch entscheidende Spiel gegen Dänemark zu gehen. Gibt es weitere Fragen an den Martin? Flo Haselmeier. Servus Martin, grüß dich. Servus. Es gibt ja einige Ausfälle, eigentlich sehr viele, auch bei deinen Nebenleuten. Wie denkst du, wie gehst du damit um? Du wirst wahrscheinlich einen eigenen Partner in der Innenverteidigung kriegen. Neich, weiß ich nicht, der Stefan Wiesanker wäre vielleicht nicht so neich. Wie gehst du damit um? Wie geht es euch damit, dass ihr da doch viele Änderungen auch in der Mannschaft habt? Es gibt viele Änderungen, aber es gibt auch viele Chancen für neue Spieler, die junge Spieler, die jetzt noch nicht so oft dabei waren, dass die sich mal beweisen können und sich mal ins Rampenlicht spielen können. Es wäre schon gut, dass mal wieder eben gute neue junge Leute nachkommen. Was für mich hin betrifft, natürlich weiß jeder, wie sehr ein Drago schätzt, wie gut wir uns am Platz verstehen. Und natürlich tut mir das weh, dass er nicht dabei ist, aber es sind noch mehrere nicht dabei, denen uns natürlich alle wehtut. Aber ja, wie gesagt, die Chance ist, viele kriegen jetzt eine neue Chance, viele haben bei den Clubs schon bewiesen, dass sie was drauf haben. Und ja, es wäre schön, wenn sie jetzt die Chance nutzen und das auch bei uns zeigen. Rainer Bortenschlager. Ja, ich wollte noch einmal nachfragen bezüglich Kunstrasen. Ich habe ja heute trainiert, es war nass. Ist das der Ball dann? Ist das was anderes? Muss man sich da anders drauf einstellen? Ist das auch für den Spielaufbau etwas anderes oder ist der Unterschied gar nicht mehr so groß? Du hast jetzt auch gesagt, das ist ein harter Boden dann, dass da keine Leimer, dass das für den Körper gar nicht so angenehm ist. Wie ist jetzt der Unterschied dann mit Ball? Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube gar nicht, dass es viele Nachteile sein werden, weil vor allem wenn es nass ist, wenn ein Kunstrasen wäre und es wäre extrem trocken, dann wäre es glaube ich bitter, dann wäre es blöd. Aber umso, wenn er richtig nass ist, ist ja super zum Spielen. Wir haben heute schon gemerkt, wie schnell der Ball geht. Das Spiel wird dadurch extrem schneller, was natürlich in der Hinsicht uns zugute kommt. Und deswegen hofft man natürlich auf nasse Verhältnisse um. Der Kunstrasen, wie gesagt, ich finde es besser auf einem Kunstrasen zu spielen, wie auf einem Platz, wo 1000 Löcher drin sind. Und deswegen können wir uns, glaube ich, ganz gut auf die Gegebenheiten einstellen. Ein Kunstrasen wird und darf sicher nie im Leben ein Ausritt sein, soll es nicht so gut laufen. Und deswegen freue ich mich dann trotzdem auch nach sehr, sehr langer Zeit wieder mal auf dem Kunstrasen zu spielen. Florian Haselmeier. Du hast die Bedeutung des Dänemark-Spiels angesprochen, als sehr entscheidendes Spiel. Jetzt ist es auch für den Dienst sehr ungemütlich geworden nach dem verpatzten September-Ergebnissen. Wie geht ihr als Mannschaft damit um, was jetzt die Diskussion über den Trainer betrifft? Inwieweit spielt das für eine Rolle als in diese beiden? Wir können die Diskussionen nur stoppen oder aufhalten, indem wir Ergebnisse sagen, indem wir gewinnen, indem wir 3 Punkte holen. Und das ist jetzt einfach in den 2 Spielen die Aufgabe von uns Spielern, da auch wieder Ruhe reinzubringen, was das Thema Trainer angeht. Und Färöer ist natürlich ein Pflichtsieger, den wir, was nicht leicht wird, aber den wir holen müssen. Und wenn wir den 2. Platz erobern wollen, was natürlich das Ziel sein muss, Ziel bleiben muss,
dann müssen wir gegen die Dänen punkten. Und auch wenn es natürlich auch extrem schwer wird, aber nichtsdestotrotz haben wir noch das Ziel, den zweiten Platz. Und da muss man in dem Spiel, in dem schweren Spiel, auch 3 Punkte haben. Daniel Warmuth. Martin, du hast nach dem Schottland-Spiel gesagt, wir sind vom Potenzial her die bessere Mannschaft meistens auch in dieser WM-Quali, aber wir bringen es nicht auf den Platz und suchen nach Erklärungen, aber finden es keine. Ist ein bisschen Zeit vergangen, hat man jetzt eine Erklärung oder hast du eine Erklärung mittlerweile, warum es die Mannschaft nicht auf den Platz bringt, beziehungsweise dann eine Lösung auch, wie es die Mannschaft dann besser auf den Platz bringt? Natürlich reflektiert man nach so Spielen die Tage danach die Leistung, wie das Spiel gelaufen ist, wie der ganze Lehrgang gelaufen ist. Man muss einfach sagen, Fakt ist, gegen Schottland Spiel, das war einfach ein unnötiger dummer Elfmeter von mir, der was das Spiel ein bisschen zugunsten der Schotten gekippt hat. Das war gegen Israel, war es einfach so, dass wir dumme Fehler gemacht haben und das schleicht sich so ein bisschen durch die letzten Spiele durch. Und deswegen fällt es uns gerade schwer, aufgrund dessen, den Fehlern und auch viele einfache Fehler, was wir machen. Wenn wir einen Ball haben, wenn wir Ballbesitz haben, dass wir uns eben schwer Chancen kreieren. Einfach weil wir dumme Fehler machen. Und das zieht sich so ein bisschen wie ein Faden durch. Und oft braucht es nicht viel, um da den komplett umzustoßen. Oft ist es ein genialer Sieg, vielleicht auch gegen die Dänen, wo man denkt, boah, jetzt haben wir den großen Dänemark geschlagen und auf einmal ist in den Köpfen wieder ganz was anders drin und die Kugel läuft wieder wie man sich's vorstellt und es fällt nicht viel. Was es genau ist, das ist, wenn wir das wissen, da werden viele Vereine sehr, sehr viel Geld zahlen, wenn man den Kopf von den Spielern analysieren kann und genau weiß, was da jetzt der ausschlaggebende Punkt ist, das weiß noch keiner. Aber oft sind es wirklich nur Kleinigkeiten, die dann wieder alles komplett ändern können. Und ja, die Hoffnung ist immer von Lehrgang zu Lehrgang da. Und vielleicht wird es ja in dem Lehrgang jetzt mit 2 Siegen dann so weit sein, dass wir dann im letzten Lehrgang wieder für dieses Jahr wieder einfach die Lockerheit haben und einfach das Selbstvertrauen wieder haben, wie gut wir eigentlich sind. Eine kurze Nachfrage noch, weil du vorhin gesagt hast, Dänemark wird das wichtigere Spiel an diesem Wochenende, in dieser Woche. Habt ihr auch schon, was das Videostudium betrifft und die Ausrichtung und generell von den Trainingsinhalten auf Dänemark konzentriert und die Färöer so ein bisschen sehr pflichtig so ein bisschen beiseite gelassen? Wie war da die Vorgehensweise? Na, aktuell ist natürlich nur Konzentration auf Färöer. Wir haben uns rein auf Färöer eingestellt, was Video angeht, auch was das Training angeht. Weil, wie ich schon gesagt habe, das wird nicht einfach werden, weil die einfach sehr taktisch, sehr, sehr diszipliniert spielen. Und wenn eine schwächere Mannschaft taktisch sehr diszipliniert verteidigen kann, dann wird es für jeden großen Gegner schwer. Das sieht man Woche für Woche im internationalen Fußball in jeder Top-Liga. Und deswegen ist es natürlich eine Pflichtaufgabe, das ist glaube ich logisch. Aber dass er jetzt kein Selbstläufer wird, ist auch klar. Und aber natürlich in das erwartet einfach jeder, dass wir da gewinnen. Aber in Form von einer Wiedergutmachung, bis sie wieder das Image gerade richten, die Atmosphäre wieder besser machen, da ist natürlich Dänemark das Entscheidende im Spiel. Ja,